Wie jedes Jahr um diese Zeit, wenn die Sommerferien beginnen, die einen gehen in die Ferien, wir gehen in eine hohe Arbeitsbelastung rein, nämlich in die Sommerbaumaßnahmen an den Schulen. Klar ist, dass wir die Ferien, die 6 Wochen lang Ferien, keine Schule oder kein Schulbetrieb stattfindet. Dafür nutzen wir jedes Jahr Maßnahmen zu machen, die eben laut sind. Und ich meine, wenn man hier steht, sieht man, dass es nicht so wirklich möglich wäre, Unterricht noch zu machen. Im Moment haben wir 21 Maßnahmen, die laufen, davon ungefähr die Hälfte, die in den Sommerferien fertig wird. Ein Teil müssen wir dann in den Herbstferien noch weitermachen. Manche Maßnahmen ziehen sich auch über mehrere Jahre hin. Ich denke, da werden wir gleich auch noch ein bisschen hören. Das hier ist eine große Brandschutzsanierungsmaßnahme an der Werner-Heisenberg-Schule. Ja, das erstmal so zum Überblick, was wir im Moment in den Ferien machen. Und ich denke, Frau Kümmel kann nochmal zu dieser Maßnahme hier ein bisschen einsteigen. Wir am Werner-Heisenberg-Gymnasium machen wir schon seit der Bauzeit, in jedem Jahr noch nicht viel. Herr Lindberg hat gerade gesagt, seit 2010 macht er in jedem Sommer irgendwie was. Er hat eine Mensa gebaut, er hat Naturwissenschaften gebaut. Freizeitbereich, Musikbereich und die Schulverwaltung. Genau. Und die Bibliothek. Also ist die ganze Menge gemacht. Wir konnten diese große Schule ja nicht komplett lahmlegen und waren gezwungen, das irgendwie immer so ein bisschen in Häppchen aufzuteilen. Und seit 2017 oder 2018 läuft diese Brandschutzsanierung, die eben auch in Bauabschnitte aufgeteilt ist. Und wie wir natürlich das immer machen, machen wir nicht nur den Brandschutz, sondern immer natürlich, dass wir über den Tellerrand hinausblicken, dass wir dann auch andere Dinge mit erneuern, die Elektroversorgung und die Wasserversorgung, die Heizkörper, die neuen Medien kommen natürlich auch hier rein, die Digitalisierung, dann kommen neue Bodenbelege rein und auch die sanitären Anlagen werden gemacht. Wir haben also insgesamt 9 Bauabschnitte, die wir innerhalb von 2,5 Jahren umsetzen. Wir befinden uns jetzt im 3. Bauabschnitt. 2 Bauabschnitte haben wir schon fertig und nach den Sommerferien werden wir mit dem 4. Bauabschnitt auf einer Seite anfangen. Und im nächsten Jahr werden wir dann die gesamte Aula zu machen. Und dann haben wir das Jahr. Wir aber zu den anderen Klassen bauen. Auch zum größten Teil in den Sommerferien. Insgesamt kostet es 6 Millionen. 6 Millionen, das kostet. Wobei der. Gefördert über gute Schule. Gute Schule, ja. 100%. Ist eine Lehrmaßnahme? Ja, ganz mit der Lehrmaßnahme. Ja, wir haben jetzt schon mal. Ja, also wie gesagt, es wird komplett alles neu gemacht, das wird entkernt aufgrund von Schadstoffsanierung. Was für Schadstoffe waren denn da drin? Wir haben Asbest, hat hier Spachtel gefunden in den Regensplatten und KMF auf den Abgängen und Deckenbildung. KMF steht für? Künstliche Mineralfaser. Wie? Künstliche Mineralfaser, aber die alte Mineralfaser. Heute ist die anders. Heute kann man die wieder, das ist ja neue. Das ist bedenklich, ohne Bedenken. Okay. Und wie gesagt, aufgrund, dass wir das erklärt haben, haben wir auch die Möglichkeit, jetzt die Räumlichkeiten neu zu gestalten, weil die Klassenräume als solche immer geplant sind. Mit 35 Schülern gibt es eigentlich gar nicht mehr so. Es wird immer so Teams gebildet. Das heißt, man hat kleine Arbeitsgruppen, man hat große Arbeitsgruppen, man hat schon 100 Schüler. Und deswegen haben wir auch hinten in den neuen Trakt haben wir auch noch viele Trennwände, sodass man aus 2 Klassen einen Klassenraum machen kann. Genau, im Grunde ist das moderne Pädagogik, die so Einzug erhält in die Schulen, die wir dann eben durch moderne Grundrissgestaltung dann unterstützen. Oder andersrum, die moderne Pädagogik ginge nicht, ohne dass wir eben auch an dem Zustand der Räume was ändern. Aber wie viele Räume werden denn umgebaut? Ja, nach und nach. Insgesamt an die, noch, haben wir 6 Räume pro Trakt, das sind gut 8. 8 mal 6. Ja, im Grunde die ganze Schule. Ganze Schule, ja. Nach und nach. Nach und nach, ja. Und durch den Umbau haben wir sogar noch hier 5 Klassen mehr. Aha. Was hier für die G9 sozusagen geschuldet ist. Mhm. Das haben wir im Vorfeld schon mit eingebracht. Okay. Zur Aula habe ich noch eine Frage. Sie sagten, Sie bauen 2020
über ein halbes Jahr Bauzeit. Ja. Auch in den Sommerferien vorgehen? Auch in den Sommerferien. Okay. Ist die auch leider nicht zu benutzen? Dann ist sie nicht zu benutzen. Die wird auch komplett entkernt, die wird komplett neu aufgebaut mit ganz neuer Blumentechnik. Da sind das ganz gute Planung. Wann denn? Ja, die fangen also an jetzt im Herbst werden, wenn wir schon Sachen. Das heißt, Karneval ist nächstes Jahr Tabu? Nee, nicht. Ja. Wissen das die Neustadtfunken schon? Wissen das die Neustadtfunken? Ja. Ja, die Kindersitzung machen die immer ja. Hier. Ja, das ist aber einfach nicht ausgeklärt. Die ganzen Veranstaltungen, die haben okay. Den Spaß an das Sorte. Okay. Ja. Also ab. Was haben Sie ab? Herbstferien. Fangen die vorbereitenden Arbeiten an, aber gesperrt wird sie lang. Ja, im nächsten Herbst. Ja, Anfang nächsten Herbst. Also trotz vorbereitender Arbeiten kann die nicht mehr genutzt werden? Nein. Okay. Also wird ja komplett entfernt und wir ganz neu aufgebaut. Während der vorbereitenden Arbeiten wird sie noch genutzt. Genau. Ja, und das halbe Jahr, wo sie gesperrt wird, das ist in 2020. Genau. Die Flurschule, Alter Prägung, die wir alle noch kennen. Ja. Die bedingte dann ja, dass rechts und links von den Fluren die Klassenräume mit Frontalunterricht angeordnet waren. Der Lehrer sprach, die Lehrer, die Schüler hörten zu. Ja. Die neue Schulpädagogik geht davon aus, dass Schüler selbstorientiert lernen und dass der Frontalunterricht irgendwie reduziert wird. Und dazu braucht es ganz vielfältige Lernlandschaften, das ist irgendwie das neue Wort, oder Cluster. Also auch dieser Bereich hier wird zum Lernen benutzt. Ne, da kommen irgendwelche, was weiß ich, Wohnmobiliar, wissen Sie das? Ja, das wird also ein bisschen mit Sofas aufgelockert. Sehr aufgelockert. Ich sag immer, mit auf Computer, Sitzsack, mit Computer arbeiten kann, also mit dem Laptop arbeiten kann hier. Genau, und hier ist diese mobile Trennwand, von der Sie sprachen. Wo man halt zwei Klassen zusammenschalten kann, aber nicht reingehen. Ja, ja, ich wir können in den anderen Raum rein. Da können wir also das Beste. Und diese Fenster, das ist natürlich auch neu, weil natürlich eine gewisse Aufsichtspflicht vom Lehrer in diesem Bereich natürlich trotzdem vermieden ist. Also man transparente Schüler. Das heißt, wenn ich da eine Klassenarbeit schreibe, dann halte ich hier draußen die Lösung hin und... Das gut. Müssen Sie die Pädagogen fragen. Unauffälliger mit Händen. Aber da sieht man halt, dass die Architektur darauf reagiert, wie das Gebäude genutzt werden soll. Ja. Hier ist das wirklich ganz gut zu erkennen, dass bestimmte Pädagogik Richtungen sich auch immer wieder spiegeln in dem Gebäude. Und es ist natürlich oft schwierig, in der Substanz das tatsächlich umzusetzen. Genau. Wir versuchen das so gut es geht. Also hier war das alles möglich, weil wir ja so einen Betonbau haben, wo die Lasten auf die Stützen, die man unschwer erkennen kann. Aber man stelle sich ein Gebäude vor, auch aus der Jahrhundertwende. Ich sag mal, was weiß ich, die Dünow oder die Bergische Landstraße. Da geht es nicht. Ne? Also Beton hat seine Vorteile, habe ich jetzt mal. Selbstverständlich. Ja, genau, richtig. Selbstverständlich. Ja. Jetzt nochmal zu der Wand. Die muss der Hausmeister bedienen oder der Lehrer? Ist das Ding so einfach? Der Hausmeister macht das, ja? Weil da soll kein anderer dran, sage ich mal, nicht bestätigen, weil da gibt es einen Schlüssel für, da kann man die aufschließen, dann kann man die Elemente seitlich an den Rand fahren. Und der braucht dafür 3-5 Minuten oder sowas oder einen halben Tag? Nee, das geht sehr schnell. Wir haben natürlich auch versucht, alles hier robust und nachhaltig zu machen, weil das die Bereiche sind, wo die natürlich betrachtet sind. Ja, um den Schuh dagegen. Also da, aber hier ist halt ja streichen. Abwaschen ist besser. Ja, ja. Aber das ist auch so eine Wand, die der Hausmeister genau, bedienen kann. Richtig, ja. Hier kommt der Schlüssel rein und dann kann man das Teil umfangen. Das wusste ich gar nicht. Im Übergang vom dritten zum vierten Bauabschnitt. Genau. Also hier ist schon noch ein bisschen Bauschnitt. Und da ist alt. Das ist alt. Das ist alt. Also wenn man hier einmal drauf schaut, das ist ja so ein riesen Flatschen an Gebäuden. Ne? So richtig wie in den 70ern, auch die Hochschulen, das war, oder die Deichdorf-Schule war ja auch so ein riesen Betonkörper, der irgendwie stand und Innenbereiche, die dann eben auch keine Fenster hatten und so. Oder ich glaube, hier gibt es Innenhofen. Ja, das ist Innenhof, ja. Aber jeder Raum hat jetzt Fenster, oder? Ja. Gut.
Gut. So, das war meines Erachtens, Sie machen das ja regelmäßig, diese Besichtigung von Schulen. Bisher haben Sie uns, vielleicht ist meine Erinnerung auch nicht gut, Mensen gezeigt, Sie haben uns WLAN oder LANs gezeigt in früheren Zeiten. Sie haben uns gezeigt, glaube ich, Brandsanierung. Das ist heute. Ja, für mich war heute neu, dass es auch andere Schulkonzepte mit anderen Bauten gibt. Daher die Frage, gibt es das in anderen Schulen auch schon, wo das noch umgebaut werden das wird? Das ist so am Anrollen. Aber das machen wir natürlich immer nur in Kombination. Genau. Also wir fangen jetzt nicht im Gebäude an, total umzumodeln, weil das pädagogische System ein anderes ist. Also dann muss es wirklich mit einer anderen notwendigen Maßnahme gekoppelt werden. Das Geld haben wir wirklich nicht zur Verfügung, dass wir einfach nur umbauen können, weil das pädagogische Konzept sich geändert hat. Wenn wir aber umbauen, oder dann machen wir das so, oder neu bauen sowieso, Neubau ist es klar, aber im Umbau auch, dann versuchen wir natürlich schon mit der Schulverwaltung zu gucken, so, was braucht ihr denn ansonsten noch, was können wir verbinden. Also da ist eine enge Zusammenarbeit, die auch hervorragend läuft, damit man eben so eine Maßnahme genau dafür auch nutzen kann. Aber das nur ausschließlich zu machen, das können wir uns finanziell gar nicht leisten. Aber so ist es eine gute Kombi. Ich denke, da haben alle was von und von daher ist es eine gute Maßnahme. Also neue Projekte, die jetzt kommen, an der Gesamtschule Schliebusch wird ja eine Erweiterung gemacht. Da ist, glaube ich, auch dieses Clusterprinzip oder offene Lernlandschaften wird realisiert. Ja, das ist jetzt das, was mir einfällt. Bei den Grundschulen, die wir jetzt machen müssen, müsste ich erst nochmal nachdenken. Weil natürlich muss man sagen, wenn die baulichen Gegebenheiten es nicht zulassen, dann geht es nicht. Ne? Also. Die Gebäude sind eben ganz anders ausgerichtet, definitiv. Das war überhaupt nicht vorgesehen damals. Das ist nicht so einfach, dass man das umändert. Das muss ja auch statisch dann passen. Ja. Brandschutzmäßig. Hohe Einkäufe zur Folge. So ein Flur ist ja immer rettungsfähig. Hier dürfen keine Brandlasten sein. Und das, wo wir vorhin gestanden haben, ist natürlich ein ganz anderes Brandschutzkonzept. Ne? Da ist es eben kein Rettungsweg. Ne? Das stimmt. Sonst ging ja das ja alles nicht. Ja. Und im Falle eines Feuers, wie sieht das aus? Wir haben ja genügend Ausgänge. Also wenn es mal ein Teil brennen würde, dann kann man aus dem anderen Teil. Also wir beauftragen ja immer externe Brandschutzkonzeptersteller. Ja. Und der hat genau dafür ein Konzept gemacht, wie das funktioniert mit dem Brandschutz, wie es mit der Entfluchtung funktioniert und so weiter. Das heißt, es gibt noch eine Brandschutzübung für die Schüler? Die gibt es, glaube ich, zweimal im Jahr. Ein, zweimal im Jahr hat hier das gibt. Okay.